Guten Morgen. Für Sie vielleicht. Unterschreiben Sie bitte hier. Ich wünsche einen schönen Tag. Das ist meine Geschichte. Ich bin geschieden. Glücklich geschieden. Cheers. Meine Tochter hat sich entschlossen, ganz allein ein Kind zu kriegen. Jetzt ist es wirklich soweit? Nein, ich mach das nur, um dich mächtig zu verarschen, Dad. Gut, ist angekommen. Und dann, eines Tages... Lieber Tony, ich möchte, dass du das Beiliegende erhältst. Vielleicht ist es für dich ein interessantes, wenn auch schmerzliches Erinnerungsstück an längst vergangene Zeiten. Deine Sarah Ford. Jemand, den du kanntest, hinterließ dir... ein Tagebuch. Derzeit hat es Miss Fords Tochter. Veronica. Also sie hat es, das Tagebuch. Entschuldige, wer hat es? Meine erste Freundin, Veronica. Hallo, Anthony. Veronica und ich waren ineinander verliebt. Und kurz darauf verließ sie mich, wegen meines besten Freundes. Und ich tat etwas Unverzeihliches. Ich habe das Tagebuch nicht. Ich habe es verbrannt. Ich habe das Recht zu erfahren, was drin steht. Juristisch gesehen, ja. Moralisch, nein. Worum geht es? Etwas zutiefst Schockierendes. Erzähl's mir. Das ist furchtbar. Es war ein Unfall. Was wolltest du denn da? Ich kann nur erahnen, wie schwierig das für dich war. Du erahnst nichts. Vielleicht erfahren wir die Wahrheit nie. Ich dachte, ich hätte die Zeit, das in Ordnung zu bringen. Alles, was du mir in den letzten Tagen gesagt hast, hast du mir zum allerersten Mal erzählt. So erinnere ich mich daran. Aber unsere Erinnerung entspricht nicht immer dem, wie es sich tatsächlich zugetragen hat. Wieso hast du mich verlassen? Ist es jetzt wirklich nötig, Tony? Vielleicht ist es zu spät. Ich hoffe nicht. Was, wenn die Zeit rückwärts laufen könnte? Um uns daran zu erinnern, dass unser Leben eine Geschichte ist, die wir uns selbst erzählt haben. Das ist meine Geschichte.